Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin heute hier als Unternehmerin auf der einen Seite, auf der anderen Seite als Private Equity Investor. Ich habe mir gedacht, was kann ich Ihnen heute eigentlich erzählen? Der Bogen ist sehr breit des Themas Private Equity. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich werde versuchen, ein bisschen Basiswissen zu geben über Private Equity. Was versteht man darunter? Welche Sichtweisen gibt es? Unternehmersicht, Investorensicht. Dann ganz, ganz wichtig, das Hauptthema Wirtschaftsfaktor Private Equity hier in Österreich und letztlich auch Chance. Der Markt ganz kurz im Überblick und exemplarisch, wie macht es ein Private Equity Unternehmen am Beispiel meiner eigenen Firma. Hier ist ganz kurz skizziert, wie Private Equity an und für sich funktionieren sollte. Sie sehen sozusagen den privaten Investor, der sagt, es macht Sinn, in meinem Anlageportfolio nicht nur in Immobilien zu investieren, nicht nur in Silber, Gold, was weiß ich, zu investieren, sondern auch zur Diversifizierung meines Risikos Private Equity in Betracht zu ziehen. Das kann er direkt machen, indem er direkt in ein Unternehmen investiert und dass er beispielsweise einem Unternehmen, wie es wir auch sind, das Kapital anvertraut und wir managen dann für ihn direkte Beteiligungen in Unternehmen. Dass das nicht uneigennützig passiert, ist klar. Das Risiko ist auch ein entsprechend anderes, wie wenn ich in eine Anleihe beispielsweise investiere. Das heißt, einerseits wird das Geld zweckgewidmet den Unternehmen zur Verfügung gestellt, sei es für Wachstumsfinanzierung, sei es für Innovationsfinanzierung, sei es für Nachfolgeregelungen. Und auf der anderen Seite erwartet sich der Investor natürlich auch eine entsprechende Rendite. Wie sieht die aus? Einerseits durch Dividendenausschüttungen. Das ist vielleicht etwas, was sich, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, wesentlich in unserem Geschäft geändert hat. Es wird mehr und mehr wichtig, dass man dividendenstarke Unternehmen hat, dass man dadurch letztlich auch sein Geld verdienen kann und nicht nur allein darauf abzielt, zu sagen, juhu, in 2 Jahren, nachdem ich das Unternehmen ausgehöhlt habe, schaue ich den höchstmöglichen Preis zu kriegen und hinter mir die Sinnflut. Das ist hier nicht das Thema und definitiv nicht unser Thema. Zusammengefasst, du hast vorhin auch schon sehr vieles erwähnt zum Thema Wertsteigerung. Das Kernstück jedes Private Equity Investors ist es natürlich, dafür Sorge zu tragen, dass langfristig nachhaltig der Wert des Unternehmens gesteigert wird. Das kann durch unterschiedliche Maßnahmen passieren. Das heißt, grundsätzlich geht es darum, wirklich einen langfristigen Horizont zu haben bei den Investitionen, die man tätigt. Insofern auch besonders wichtig für jeden Investor, der sich für Private Equity entscheidet. Man kann nicht erwarten, dass man innerhalb von 2, 3 Jahren wieder rausgehen kann. Und wie man es jetzt auch in den letzten Jahren gesehen hat, wenn dann eben eine Krisensituation eintritt, muss man automatisch damit rechnen, dass sich der Horizont der Deinvestition um einige Jahre nach hinten verzögert. Für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine partnerschaftliche Begleitung des Unternehmens in den Vordergrund stellen. Was heißt das? Sie können sich vorstellen, wenn ein Unternehmer sich wirklich sozusagen überwinden kann und sagt, okay, ich öffne mich, ich hole einen Eigenkapitalpartner hinein, ist das eine enorme Hürde für ihn, weil bis dato konnte er entscheiden, tun und lassen, was er wollte. Jetzt sitzt auf einmal jemand da, der sein hart verdientes eigenes Geld auch reingibt und das ihm anvertraute Geld und sagt, naja, aber wie machst du jetzt eigentlich so dein Geschäft und können wir vielleicht auch unsere Expertise einbringen? Da ist es ganz besonders wichtig, dass man letztlich ein Maßnahmenprogramm gemeinsam schnürt, bevor man auch einsteigt. Das heißt, dass man die Spielregeln im Vorfeld auch gut abklärt, wo man ganz klar definiert und festhält, wie man denn den gemeinsamen Erfolgsweg geht. Für uns ist besonders wichtig, dass man bestmöglich alle Interessen des Stakeholder zu bündeln versucht. Das ist auf der einen Seite die Eigentümerseite natürlich, das ist auf der anderen Seite die Manager, das heißt auch die gehören natürlich incentiviert, damit sie einen Anreiz haben, sehr nachhaltig, ertragsorientiert das Unternehmen zu entwickeln. Die Investoren gehören entsprechend servisiert und ich habe ganz unten angemerkt, die Mitarbeiter, die leider sehr oft vergessen werden, aber das ist ein ganz zentraler Punkt. Mit Dingen und Investitionen, die beispielsweise wir machen, sorgen wir dafür, dass letztlich auch mehr Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden. Nicht nur im Unternehmen direkt, sondern mit allen Multiplikatoren, die natürlich damit zusammenhängen. Das beginnt bei Anwaltskanzleien, das beginnt bei Wirtschaftsprüfern, das beginnt bei Beratern, die das Unternehmen begleiten, bei Kundenlieferanten, also ein sehr breites Spektrum letztlich, wo man dafür größtmögliche Sicherheit auch bringen kann, für zukünftige Arbeitsplätze auch Sorge zu tragen. Ich habe ganz kurz hier skizziert, welche Vorteile eigentlich ein Private Equity Partner in ein Unternehmen einbringen soll. Die 3 großen Säulen sind auf der einen Seite die Gesellschafterebene, in der Mitte dann der Stratege, der für uns extrem wichtig ist, was meistens auch ein sehr kritischer Punkt ist bei Unternehmen, weil der klassische Unternehmer sagt, ich bin der Stratege, ich kann das, ich weiß das und sonst eigentlich niemand. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, der Netzwerk. Und das soll nicht nur heißen, dass ich sage, ich habe ein tolles Netzwerk, weil Netzwerk gibt es viel, die Kunst liegt ja darin, letztlich das Netzwerk auch in Geschäft umsetzen zu können. Und das ist hier besonders wichtig, dass man einfach schaut, wie muss man die Kräfte bündeln, welche Partner sind wichtig, um letztlich auch einen Vorteil für das Unternehmen erwirtschaften zu können. Ein Punkt,
den ich da vielleicht noch hervorheben möchte, ist der unterste Punkt in der Mitte, Coach und Vertrauenspartner. Wir haben festgestellt, dass insbesondere in Österreich es ein besonders wichtiger Punkt ist, mit den Unternehmen wirklich auf einer größtmöglichen Vertrauensbasis zu arbeiten. Das eine ist, dass man, wenn man investiert, natürlich gute Verträge braucht, das ist klar. Ich denke, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, ein Vertrag ist gut und wenn man streitet, streitet man sowieso. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich über die grundlegenden Punkte einig ist, dass man in den unterschiedlichsten Ebenen, die in einem Unternehmen auch sind, ich sprich von Personen, sprich vom Eigentümer, vom Geschäftsführer bis hin zu den Führungskräften, ganz einfach wirklich eine solide Vertrauensbasis immer wieder aufbereitet. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, jetzt hat man es einmal geschafft, jetzt ist man investiert und in 3 Jahren schaut man wieder, was passiert ist, sondern man muss sehr intensiv letztlich mit dem Unternehmen arbeiten und das ist auch eine außerordentliche Leistung letztlich, dass man sich mit dem Unternehmen, mit den Unternehmern und den Leuten auch intensiv beschäftigt. Warum will überhaupt ein Unternehmen Private Equity in das Unternehmen reinholen? Ich glaube, die klassischste Variante, die wir alle kennen, ist, dass das Unternehmen irgendwann einmal an Wachstumsgrenzen kommt, wo sie aus eigener Kraft oder das Unternehmen aus eigener Kraft es nicht mehr bewältigen kann und ganz einfach Investitionskapital benötigt, um die nächsten Schritte zu machen. Das ist sicherlich die liebste Variante eines klassischen Private Equity Investors. Das ist sozusagen auch das, was man in den letzten Jahren am meisten forciert hat. Was man in den letzten Jahren massiv, insbesondere letztes Jahr, gesehen hat, ist, dass andere Finanzierungsinstrumente völlig ausgereizt sind und das Unternehmen eine schlechte Eigenkapitalquote hat etc. und letztlich alternative Finanzierungsformen braucht. Und dazu ist natürlich Eigenkapital prädestiniert. Eine weitere Thematik kann sein, dass ein 70-jähriger Unternehmer sagt, ich habe jetzt meine Firma jahrelang aufgebaut, ich habe meine Kinder, die eigentlich die Firma nicht wirklich interessiert, ich habe nicht wirklich einen Manager, der das jetzt unternehmen kann, ich verkaufe es zur Gänze. Auch so eine Transaktion kann möglich sein mittels Private Equity. Dort, wo wir ein riesengroßes Potenzial in Österreich sehen, wir haben es vorhin auch ganz kurz gehört, ist das Thema der Nachfolgeregelung. Leider und immer wieder, und wir haben selbst auch in unserem Kundenkreis viele Fälle gehabt, ist es nach wie vor ein großes Thema, dass der klassische Unternehmer sich wahnsinnig schwer tut, sich von seiner Firma verabschieden zu können. Das heißt, wenn er 60, 70 Jahre alt ist, jeder weiß es rational, wenn du in einem Vier-Augen-Gespräch mit ihm sprichst, sagt, ja, ich weiß eh und hat genau den Plan, wie das funktionieren soll. Und wenn du dann aber so weit bist, macht er meistens einen Rückzieher. Und auch dort ist es natürlich extrem wichtig, dafür einen Beitrag zu leisten, dass sich diese Menschen auch öffnen können, dass es nicht darum geht, jetzt ein Unternehmen einfach irgendwo hin auf den Markt zu werfen und zu sagen, es gibt es dann nicht mehr. Das ist auch den meisten Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass sie sagen, sie wollen, dass das, was sie aufgebaut haben, auch wirklich Fortbestand hat und weitergeführt wird, professionell weitergeführt wird. Und das ist etwas, was uns besonders viel Spaß macht, dass wir einfach mit den Unternehmern an solchen Lösungen arbeiten, im Idealfall auch mit kleineren Beteiligungsschritten, sei es 25%, 30%, und so in einer ersten Phase beteiligen und dann erst in eine Mehrheitsposition hineingehen, wenn eben wieder das erste Thema, die Vertrauensbasis, weiter solide ausgebaut wurde. Was leider auch sehr häufig passiert ist, dass Altgesellschaften und Eigentümer quasi nicht mehr weiter investieren wollen, weil sie entweder auch an ihren persönlichen Horizont gekommen sind, Kapital in das Unternehmen hineinzugeben oder vielleicht auch die Perspektive verloren haben. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz normal, dass wenn man vielleicht 20, 30, 40 Jahre ein Unternehmen geführt hat, vielleicht schon in einer Nische ist, wo der Markt auch in gewisser Art und Weise gesättigt ist und vielleicht auch nicht mehr die Motivation hat, jetzt über die Grenzen zu gehen, neue Dinge auszuprobieren. Man sagt, na also jetzt schaue ich lieber, dass ich das, was ich mir geschaffen habe, auf der sicheren Seite habe und will nicht mehr zusätzlich ins Risiko hineingehen. Ganz kurz aus der Sicht der Investoren, es ist naheliegend, dass der Investor sein Risiko diversifizieren will und ganz, ganz wichtig, dass er natürlich auch versucht, entsprechend attraktive Renditen für sich zu erwirtschaften. Was ich besonders spannend finde in der gesamten Diskussion von Renditerwartungen und tatsächlichen Renditen. Also ich stelle immer wieder fest, sei es, ob das jetzt professionelle Investoren sind, also institutionelle Investoren wie Versicherungen, Banken etc. oder ob es auch der private ist, dass sich am Ende des Tages kaum einer die Mühe macht, tatsächlich einmal zu berechnen, was kostet mir meine Investition eigentlich und was bringt es mir am Ende des Tages. Ich bin immer besonders fasziniert, wenn ich erzählt bekomme, wie viele Renditen
Mitbewerber oder auch in anderen Ländern die Leute erwirtschaften. Ich freue mich für jeden. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, weil es meistens nie berechnet ist nach Kosten. Das heißt, das eine ist, dass ich halt vor Kosten eine Rendite erwirtschafte. Das andere ist, wenn ich alles abziehe, was halt noch zu abziehen ist. Und unterm Strich, wenn Sie sich das hier anschauen, im 50-Jahres-Durchschnitt ist es von Morgan Stanley eine Analyse, liegt Private Equity bei einer jährlichen Rendite von 16%. Ist jetzt nicht so üppig, nur wenn man das wieder vergleicht mit anderen sehr klassischen Anlageklassen, ist es doch eine solide Entwicklung. Und ich vergleiche es immer ganz gerne mit Unternehmen. Also wenn Sie ein Unternehmen haben, haben Sie in den seltensten Fällen über 50 Jahre hindurch 16-prozentige Anstieg, vielleicht auf der Umsatzseite noch, aber definitiv nicht auf der Profitabilitätsseite. Und das muss man schon auch immer vergleichen. Das ist ein besonders interessanter Chart für mich, weil es signifikant darstellt, wohin der Trend geht. Wenn Sie sich die erste Säule anschauen, nur zur Erläuterung, die graue Färbung sozusagen zeigt an, wie viel eine sogenannte Kreditfinanzierung, Fremdfinanzierung als Hebel eines Investments für die Rendite beiträgt. Multiple Arbitrage, darunter versteht man sozusagen von Investoren, die versuchen, das Ertragsrisikoprofil sozusagen zu streuen, um den größtmöglichen Ertrag zu wirtschaften. Die investieren in unterschiedlichen Investmentstrategien. Das ist so eine zusätzliche Kombination. Das kann Leverage sein, das kann ein weiterer Hebel sein durch Hedging etc. Und die unterste Säule ist sozusagen das operationale Improvement, also die Verbesserung, welche innerhalb der Gesellschaft erzielt werden kann. Das heißt letztlich die Profitabilitätssteigerung innerhalb des Unternehmens. Und wenn Sie sich dann die Entwicklung anschauen, in welchem Zeitalter unter Anführungszeichen wir uns jetzt befinden, da geht es darum, dass die Leverage-Tangente massiv zurückgegangen ist und viel, viel stärker noch zurückgehen wird. Das heißt, die Rendite wird ungleich mehr in Zukunft durch die Profitabilität eines Unternehmens zu holen sein. Das ist letztlich eine riesengroße Herausforderung für jedes Management eines Unternehmens, weil es nicht nur bedeutet, dass ich natürlich von der Produktion bis hin zur Führung, bis hin zur Marktbearbeitung extrem effizient agieren muss, sondern letztlich muss ich auch, wenn es um Finanzierungskomponenten geht, das sehr schlank strukturiert umsetzen können am Markt. Ich finde die Entwicklung positiv, weil es letztlich in die Richtung geht, dass man versucht, sich eben sehr auf die operative Stärke des Unternehmens zu konzentrieren. Und das ist auch uns besonders wichtig. Das heißt, dass man nicht versucht, durch Fremdfinanzierungshebeln ausschließlich die Rendite zu erwirtschaften. Ganz kurz noch, es gibt unterschiedliche Analysen, die sagen oder bestätigen, dass letztlich durch Private Equity zusätzliche Impulse im Unternehmen geschaffen werden können, dass eben zusätzliche Arbeitsplätze und Umsatz in den Unternehmen generiert werden können. Und was für mich auch ganz besonders wichtig ist, es führt immer zur Professionalisierung in Unternehmen, wenn ein Private Equity Investor in ein Unternehmen hineingeht. Warum? Weil natürlich der Unternehmer das Unternehmen viel transparenter strukturieren muss. Das beginnt beim Rechnungswesen und hört auf bei der Personalführung, um es letztlich auch erklärbar zu machen und attraktiv für den Investor machen zu können. Und je transparenter das gemacht wird und je präziser das auch durchgedacht ist, umso professioneller wird letztlich auch das Unternehmen geführt. Ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist und wie viele Unternehmen Sie sich vielleicht auch schon angeschaut haben, aber in der Regel findet man selten durchgedachte Strategiepapiere der Unternehmen, die dann tatsächlich auch durchgehalten werden können mit ordentlichen Businessplänen. Das heißt, es ist oft sehr lückenhaft und der Private Equity Investor tut alles daran, das so professionell wie möglich aufzustellen. Wenn man das jetzt umlegt auf die letzten Jahre, die wir erlebt haben oder in den letzten Monaten, es ist natürlich ungleich wichtig in einem Umfeld, das sehr turbulent ist, wo die Banken immer restriktiver werden, Kredite zu vergeben, das Thema Eigenkapital verstärkt zu nutzen. Wir glauben nicht, dass die Maßnahmen wie ein ULSG wirklich nachhaltig sinnvoll ist. Es ist vielleicht eine kurzfristige Überbrückungsvariante, nur so wie es sich im Moment darstellt, führt es letztlich eh wieder zu Mehrkosten beim Unternehmen, weil die Banken sozusagen, wenn man eine Kredit kriegt, dann trotzdem wieder höhere Zinsen verlangen etc. Das heißt, es ist eine gewisse Gefährdung, dass es mehr kostet, wie es am Ende des Tages bringt. Deswegen ist sicherlich das Thema der Eigenkapitalinvestition ein wesentliches.
Ich habe ganz kurz einen Europaüberblick mitgebracht, wo Sie die Entwicklung sehen können. Ich habe es nur auszugsweise herausgenommen. Wenn Sie sich das Jahr 1995 anschauen, wir sprechen hier in Milliardenbeträgen auf Europaebene, dann sehen Sie, dass sie wirklich 1995 relativ wenig noch vorhanden war, wenn es darum ging, auf der einen Seite Investoren zu mobilisieren, Kapital zur Verfügung zu stellen, also Fundraising, und auf der anderen Seite tatsächlich die Gelder in Unternehmen zu investieren. Die Entwicklung ist rasant nach oben gegangen, 2006, 2007. Ich habe hier leider nur das erste Quartal 2009. Die aktuellen Zahlen der FK werden, glaube ich, in einem Monat veröffentlicht. Aber man sieht, dass ein signifikanter Abfall ist. Das heißt, man hat durch die gesamte Industrie gespürt, dass die Investoren größtmöglich verunsichert sind. Die Unternehmen sind auch sozusagen trotz der Schwierigkeiten ungleich mehr verunsichert, sich zu öffnen. Es wird versucht, mit Hängen und Ringen, also sozusagen wirklich alles zu tun, nur nicht sich öffnen zu müssen. Und die Unternehmen, die sich öffnen, sind halt meistens leider auch Sanierungsfälle. Das heißt, es ist wirklich ein ganz spezifisches Geschäft, wo man einfach versuchen muss oder wo man letztlich eine andere Form des Managements der Unternehmen machen muss. Wenn Sie das hernehmen jetzt für Österreich, hier sprechen wir von Zahlen in Millionenbeträgen. 1995 kaum existent im Vergleich zu Europa. Sie sehen, dass auch 2006, 2007 ein Aufwärtstrend war, 2008 sozusagen eine gewisse Halbierung. Wir gehen davon aus, dass auch 2009 es signifikant nach unten gegangen ist und sich in Wahrheit mehr oder weniger nichts getan hat. Was besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Zahlen sind natürlich sozusagen von den Private Equity Fonds, sprich es ist ja nur ein gewisses Segment derjenigen, die wirklich Private Equity Investments machen. Das sind jetzt nicht inkludiert Private beispielsweise. Es gibt ja gerade in Österreich haben wir eine Vielzahl von tollen Industriellen und Unternehmen, die immer wieder auch ihr eigenverdientes Geld in Unternehmen investieren, zusätzlich zu dem, was sie schon an Unternehmen haben. Das findet sich hier nicht in dieser Form. Dann nur eine kurze Überblick, auch wie Private Equity Investments sozusagen in ihre eigenen nationalen Portfoliounternehmen investieren. Auch hier sieht man, dass Österreich weit abgeschlagen vor dem Europatrend ist. Wo sehen wir den großen Aufholbedarf? Für uns ist natürlich ganz klar, dass die Banken als Fremdkapitalgeber sicherlich nach wie vor essentiell sind, aber dass das halt traditionell die alte Form ist und das überholt ist. Das heißt, nur Fremdkapital tut einem Unternehmen nicht gut. Wir sehen auch einen Nachholbedarf, wenn es um die Unternehmenskultur geht. Das ist ein Prozess, der sicherlich sehr, sehr lang dauert. Das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Und der Mangel an Alternativen ist natürlich auch eklatant in den letzten Jahren gewesen. Und was auch interessant ist, ist, dass nach wie vor, insbesondere auch in Österreich, das Wissen über Private Equity kaum vorhanden ist. Und wenn, dann ist es sehr, sehr negativ besetzt. Das heißt, es gibt immer wieder, und das ist aber in jeder Industrie so, Gute und Böse unter Anführungszeichen. Und es ist sicherlich auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, genauso wie das Unternehmertum zu forcieren, dass Private Equity als das verstanden wird, was es tatsächlich ist, eben eine Finanzierungsquelle für Unternehmen, um sich positiv weiterentwickeln zu können. Ganz kurz, wie es wir als BAST machen. Grundsätzlich, glaube ich, bietet jedes Private Equity Unternehmen Unternehmensinvestitionen auf der einen Seite an, Unternehmensbeteiligung auf der anderen Seite. Für uns ganz speziell ist auch die strategische Eigenkapitalberatung ein Kernthema. Üblicherweise finden Sie auch in allen Firmen ein klassisches Managing Partner Team. Das heißt, Sie haben immer überall geschäftsführende Gesellschafter, wir nennen das Managing Partner. Sie haben meistens auch Senior Partner, deren Funktion ist es sozusagen in einer Expertise, in einer Senior Position die Beteiligungen und die Investoren mitzubetreuen und mitzubegleiten. Ganz, ganz wichtig auch immer das Investment Team. Das heißt, Sie brauchen immer ein Expertenteam an Leuten im Haus, die eben auch entsprechend operativ mit unterstützen. Ganz kurz, was haben wir als Beispiel gemacht? Wir haben in den letzten Jahren ein Beteiligungsportfolio aufgebaut von 4 Beteiligungen, für uns ganz essentiell. Und ich glaube, da sind wir einzigartig in Österreich. Wir sind zu 100% Eigenkapital finanziert. Wir haben null Leverage, null Fremdkapitalfinanzierung in unserer Gruppe.
wenn Sie üblicherweise lesen in Zeitungen, 100 Millionen Fonds wurde geraced und die investieren jetzt in Unternehmen, dann können Sie in der Regel ausgehen, dass 60% davon Fremdkapital ist, 40% davon Eigenkapital. Es gibt auch übrigens noch wahnsinnig viel Investitionskapital am Markt. Das heißt, 2008, das haben Sie auch auf der Grafik vorhin gelesen, wurde ja sehr viel Kapital am Markt letztlich eingesammelt von Private Equity Fondsgesellschaften. Und das muss jetzt irgendwo investiert werden. Das heißt, es ist letztlich auch ein Investitionsstau, der Unternehmen sucht, attraktive Unternehmen sucht, in die sie investieren können. Mir ist dieser Chart deswegen auch wichtig, weil es auch symbolisieren soll, welche Kräfte letztlich auch in einem Markt mobilisiert werden können. Ich meine, man sieht, dass mit relativ geringem Einsatz man doch eine schöne Gruppe zusammenstellen kann, letztlich auch eine Standortsicherungspolitik führen kann und gemeinsam mit den Unternehmen dazu beitragen kann, wie sie bei allen Unternehmen Wachstumsfinanzierungsstrategien umgesetzt mit dem Kapital, das wir dazugegeben haben. Weiters ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir zusätzliche Eigenkapitalinvestments unterstützen. Wir machen wesentlich als ein Beispiel auch Syndizierungssituationen. Das heißt, wenn Sie hier lesen, 220 Millionen Kapital haben wir bewegt. Das heißt, dass wir mit Partnern gemeinsam, das sind sehr stark auch internationale Investmenthäuser, das sind eben auch industrielle, private, die mit uns gemeinsam durch unsere Führung sozusagen in Unternehmen hineingehen. Dort führen wir professionell die gesamte Akquisition, die Investition und letztlich auch die Betreuung des Unternehmens. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man immer auch mit internationalen Häusern zusammenarbeitet. Man soll auch keine Scheu davor haben. Es hilft dir letztlich auch, ich meine, wenn man hergeht und sagt, ein Morgan Stanley, ein Merrill Lynch, die sind ja seit Jahrzehnten in diesem Bereich etabliert. Das ist Wissen, das man ja sehr sinnvoll hier in Österreich auch umsetzen kann. Ein Thema vielleicht noch ganz kurz, bevor ich zur letzten Seite komme. Der Weg zur Kapitalmarktreife, das ist für uns ein ganz, ganz essentielles Thema. Vielleicht weiß der ein oder andere, dass meine Vergangenheit an der Wiener Börse und an der ungarischen Börse war. Und dort hat uns hauptsächlich immer bewegt, den Unternehmer darauf aufmerksam zu machen, dass wenn er sich öffnet, er sozusagen vorher seine Hausaufgaben erledigen muss. Und das nennen wir der Weg zur Kapitalmarktreife, dass er sich wirklich sein Unternehmen anschaut und alle einzelnen Unternehmensbereiche hernimmt und sagt, okay, wie muss ich das aufstellen, damit das höchstmöglich professionell und transparent dem Investor dargestellt werden kann und vor allem auch nachhaltig ertragreich agieren kann. Zusammenfassend, wir sehen ein großes Potenzial bei den Investoren, hier in Österreich vor allem. Wenn man sich, ich habe jetzt die Analysen nicht noch zusätzlich reingepackt, das wäre wieder zu lang werden, aber der österreichische Investor tendiert, institutionelle Investor, also Versicherungen, Banken etc., tendiert nach wie vor dazu, in ausländische Private Equity Fonds zu investieren und nicht in die Fonds, die hier auch vor Ort sind und letztlich auch in diese Region investieren. Die Unternehmen benötigen, wie gesagt, massiv Eigenkapital und es gibt zahlreiche versteckte Perlen, die es eben auch gilt, entsprechend zu heben. Das Credo, das wir auch immer an der Börse verwendet haben, ist, es geht alles nur dann, wenn die Mobilisierung der eigenen Kräfte zum Nutzen aller auch tatsächlich funktioniert. Das heißt, eine Einzelperson, eine Einzelfirma kann überhaupt nichts erreichen. Das ist wahrscheinlich auch das, was uns eint, dass man letztlich versucht, alle Stakeholder in ein Boot zu bringen und zu sagen, okay, uns ist dieses Thema wichtig und welchen Nutzen hat jeder individuell auch davon. Auf der einen Seite natürlich die Investoren, auf der anderen Seite die Unternehmer, die die Option Eigenkapitalinvestor nicht nur sozusagen aus der Ferne sich anschauen sollen, sondern dem auch näher treten sollen. Ganz, ganz wichtig die öffentliche Meinung, dass man von dieser negativen Sichtweise wegkommt und wichtig natürlich auch die Banken. Es ist eine Chance hier für Österreich und ich denke, wir sollten sie nutzen.